Moin Leute, willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Und ja, wir haben das Lager von Wolflin entdeckt und jetzt werden wir mit Bernhard da angreifen. Ich bin bereit, euch hinzuführen. Sehr gut. Dann los. So. Okay, wir sollen ihn direkt töten. Ich habe leider wirklich tatsächlich nicht gesehen, wie viele da sind. Hätte ich vielleicht ein bisschen gucken sollen. Aber mir wurde die Quest als abgeschlossen angezeigt. Ich meine, da denkt man ja nicht dran. Muss man aber vielleicht mal machen. Dann sollte vielleicht auch logisch ein bisschen denken. Warte, die gehen schon alle vor. Ohne mich, oder was? Lasst mich nicht bett zurück. Wolflin von Kamberg! Für deine Verbrechen gegen Herrn Milota von Olesna und Herrn Hanusch von Leipa wurdest du zum Geächteten erklärt. Legst du deine Waffen freiwillig nieder und nimmst deine gerechte Strafe durch Herrn Hanusch an oder leistest du Widerstand? Eine schwierige Entscheidung, Vetter. Was sagt ihr, Männer? Du willst dich also widersetzen? Ich wollte ja nicht, aber die Jungs haben mich überredet. Muss eigentlich Janusz. Ah, da. Zeitverschwendung, Hauptmann. Dieser Lump besitzt die Ehre eines einfältigen Straßendiebs. Diese Schweine haben Vitus und Cyril abgeschlachtet. Sie müssen dafür bezahlen. Was sagt ihr, Männer? Ja. Dann mal Attack, ne? Los! Auf sie! Angriff! Dann mal Attack. Der mir Wolflins Kopf bringt. Was machst du hier, Kollege? Du machst erstmal einen Abgang. Ja. Weg mit dir. Zack. So. Weg mit dir. Du auch, machst einen Abgang. Haben wir alle? Scheint nicht. Ich sehe hier wirklich schlecht. Ich mach mal eine Fackel, kann man ja mal anmachen, ne? Ist das Wolf die nächste drin? Anscheinend, ja. Okay, sehr schön. Warte mal. Ich möchte aber mal ganz kurz. Hat er Geld mit? 17,2. Sprechen wir mal mit Hauptmann Bernhard. Der Sieg ist unser, Hauptmann. Preiset den Herrn. Wir sind keine leichten Gegner. Du und Herr Hans. Ihr habt gut gekämpft. Was jetzt? Ja. Wir ziehen zurück zur Burg. Reite du vor und berichte Herrn Hanusch, was passiert ist. Ja, Hauptmann. Das werden wir. Auf bald. Der Ruf. Hey, Heinrich kommt und... Okay, vielleicht, weil wir das Geld von ihm genommen haben. Ja, das kann natürlich sein. Wo bist du, Pebbles? Na, sehr schön. Jetzt müssen wir noch den richtigen Weg finden, ne? Dann bin ich zufrieden. Wir könnten den Fluss lang reiten, aber... Will ich das? Warum eigentlich nicht, ne? Bis wir aus dem Wald raus sind, können wir mal den Fluss lang reiten. Was spricht dagegen?
allem, wenn wir nichts sehen. Spricht da erstmal nichts gegen. Schwieriges Terrain, aber... Aber wir sind durchaus erfahren. Aber jetzt müssen wir nicht mehr mit denen reiten. Hat auch so seine Vorteile. Zum Beispiel, dass man ein ordentliches Tempo machen kann. Auch wenn das hier natürlich kein ordentliches Tempo ist. Aber ihr wisst, wenn man mal was sehen würde und so, dann könnte man ordentliches Tempo machen. Wie viel Energie haben wir? Oh, haben wir noch einige. So. Aber ich finde auch, dass wir gut gekämpft haben. Na gut, die Gegner waren noch nicht sonderlich schwierig, da sie meistens, wenn wir mit ihnen gekämpft haben, da sie meistens mit anderen Leuten beschäftigt waren. Konnten wir einfach mal ein bisschen zustechen und so. War schon recht einfach, muss ich gestehen. Ja. Okay. Hier, das sind jetzt schon ein bisschen tiefere Gewässer. Da hinten sehe ich doch ein Lager. Köhler. Ja, wir sind bei einem Köhlerlager. Interessant. Können wir hier vielleicht Nachtruhe betreiben? Wir können auf jeden Fall mal aus dem Topf essen, würde ich sagen. Ganz dreist. Wir sind ein bisschen überfressen. Aber das macht nichts. Dann schlafen wir mal ein bisschen. Brauchen wir wirklich in die frühen Morgenstunden hinein. Ich hoffe, dass die Quest dann noch geht, aber schlafen sollte man ja. Ich werde jetzt nicht in der Nacht dahin reiten. Außerdem wird Herr Hanisch dann auch noch nicht ansprechbar sein. Gehe ich mal von aus. Ja. Gehe ich mal stark von aus. So, noch 2 Stunden schlafen. Aber ein bisschen Schlaf braucht man ja auch, ne? Man kann ja nicht Tag und Nacht durchmachen. Das ist schon wichtig. Und das gehört ja auch zu so einem realistischen Spiel dazu, dass man auch so mal essen muss, mal schlafen muss. Und das ist eigentlich auch gut so. Denn das macht das Ganze ja realistisch. Ja. So, laden, laden, laden. Ich hoffe, es lädt nicht zu lange. Weil das sollte eigentlich gehen. So. Jetzt sieht man immerhin mal was. Eben war ja wirklich tiefste Nacht. So. Bei so einer Helligkeit kann man sich doch auch mal. Aber in der Morgendämmerung kann man sich doch auch mal Richtung Scarlets begeben. Ratai. Nicht Scarlets. Was laber ich hier schon wieder? Jetzt ist es schon nach 8 hier. Das merkt man auch ein bisschen. Ah ja, hier ist das, wo die aufgehängt wurden. Wirklich kein schöner Anblick. Aber jetzt ist ja auch Geschichte. Voll fliehen. Ich meine, wer einfach so Höfe überfällt. Na, das ist und seinen eigenen Vetter vom Thron stößt. Wenn man das mal so einfach gesagt sagen kann. Der muss dafür dann auch zur Rechenschaft gezogen werden. Auf jeden Fall. So, wir sind wieder Bürger. Sehr schön. Neuhof grüßt uns. So, wir reiten aber direkt weiter. Gar keine Zeit verschwenden jetzt hier. Wir haben in dem Kampf auch gar keinen Schaden genommen. Das ist schon... Gegen solche einfachen Gegner können wir auch wirklich anstinken. Aber wenn es so gegen Turniertypen oder Baumler geht, der halt professionell kämpft, dann... Dann wird es schwierig. Oder ich meine, wenn man so auswählt, auch mit Bogen ein bisschen auf Distanz kämpfen kann und
so gegen Sokuman oder so komme ich auch noch recht einfach zurecht. Aber dann gibt es auch schon, wie gesagt, schwierigere Gegner. So, ich bin mal gespannt, was Hanusch dazu sagt. Wenn er überhaupt schon wach ist. Was ja vielleicht noch nicht der Fall sein wird. Aber vielleicht ist er auch wach, vielleicht unterschätze ich ihn ja. Man weiß es nicht. So. Ich hoffe, er ist wieder da in seinem, bei dem, wo der auch der Turnierplatz ist, bei seinem Anwesen, dass ich nicht so lange reiten muss. Dass er nicht in Pirkstein ist. Pirkstein hieß das, ich weiß gar nicht, ich habe das glaube ich Kufstein genannt. Kufstein ist glaube ich irgendwas anderes. Also ist offensichtlich irgendwas anderes. Ich weiß jetzt nicht genau. Kufstein ist glaube ich einfach so eine Stadt, die es gibt. Ah, ich mache schon wieder ein bisschen Trash Talk hier. Egal. So. Hanusch. Ich frage mich, ob Robert und nicht Robert, Bernhard auch schon wieder da ist jetzt. So. Guten Tag. Hanusch. Ah, das ist ja auch herzig. Gott sei mit dir, Junge. Was kann ich für dich tun? Ich bringe Kunde aus dem Lager her. Sprich. Ein Gefecht ließ sich leider nicht vermeiden. Wo ist Hans? Ich hoffe doch nicht. Keine Sorge, mein Herr. Herr Capon ist gesund und munter. Herr Capon ist mit Feiern beschäftigt. Ihr hattet also Erfolg. Wolfin ist tot und seine Männer sind geflohen. Hauptmann Bernhard und die anderen machen jetzt im Wald Jagd auf sie. Das sind gute Neuigkeiten. Tja, nach allem, was die letzte Zeit passiert ist, bin ich froh, dass mal etwas gut ausgegangen ist. Ich ebenso, Herr. Und du verdienst eine Belohnung für deine Taten. Hab Dank, Herr. Alles Gute. Magdeburger Kürass, ich hoffe. Und eine Trophäe. Gut. Trophäe Räuberbaron, Silbertrophäe. Aber ich frage mich, ob mal, das wird doch nicht besser sein als unseres, oder? Aber wir wissen es nicht, ne? Vielleicht ist es auch besser als unseres. Wenn man sonst verkaufen was, ne? Auch wenn man Geschenke ja eigentlich nicht verkauft sollte. Aber. Ja, mal gucken. Vielleicht, ich hoffe, es ist besser. Okay, es ist nicht besser. Packen wir in die Satteltasche. Wir können es direkt verticken. Aber will ich das? Weiß ich nicht. So, das wäre diese Quest. Dann ist diese Quest doch erstmal abgeschlossen, oder? Anscheinend schon. Sehr schön. Zum Abschluss dieser Folge, da sie noch nicht so lang ist, werde ich nochmal was lesen. Ich meine, wenn man was zu lesen hat, kann man das ja auch machen, ne? Was lesen wir denn? Ja, wir können auch erstmal was schmieden, ne? Klosteralltag, der soll mir mal erspart bleiben. Bitte. Haben wir Verbände? Brauchen wir nicht. Wir lesen mal was über die Adamiten. Die Adamiten. Im Jahre des Herrn 1259 kam eine neue ketzerische Sekte nach Böhmen, ließ sich unter den Menschen nieder. Die Adamiten waren Nudisten und sorgten für großes Aufsehen, als sie durch die Lande zogen. Mit entblößten Hinterteilen wälzten sie sich wie Schweine im Schlamm und prügelten mit Stöcken aufeinander ein. Dann zogen sie mit ihrer Nacktheit und entblößtem Charme weiter durchs Land, auf das alle sie sehen mögen. Sie sprachen Ungemach über unsere väterlichen Pfarrer und über das Wort Gottes, als sie verkündeten, unsere Hingabe zu Gott und unsere Buße sind von größerem Wert als eure Gebete. Und sie drängten darauf, die heilige Messe abzuschaffen, da sie glaubten, jede Seele würde ihren Weg auch ohne das Geleit der heiligen Mutterkirche zum Himmelsvater finden. Da die gewöhnlichen Leute und der Adel nicht erkannten, dass die Adamiten von der Hand des Teufels geleitet wurden, schlossen sie sich ihnen an und versohlten sich ebenfalls in großer Zahl gegenseitig ihre Hinterteile. Selbst Frauen gaben sich diesen unreinen Taten hin. Wenn sie das Verlangen hatten, ihr Leben mit Gott ins Reine zu bringen und Buße zu tun, hätten sie sich an die Pfarrer wenden sollen. Aber siehe da, die Nudisten, geleitet von Luzifer, strebten danach, den Papst von seinem Thron zu stoßen. Als diese Neuigkeiten in der heiligen Stadt Rom vernommen wurden, wurde eine Armee aufgestellt, um diese Ketzer mit Schwert und Feuer zu vernichten. Denn sie waren wahrlich nichts anderes als Ketzer. Okay.
Das waren die Adamiten. Gut. Ich würde sagen. Ach, wisst ihr was? Wir lesen einfach noch gegen Flöhe und Warzen. Gegen Flöhe und Warzen. Krätze und Hautwucherungen aller Art sind genauso wie Insekten und dergleichen seit jeher als die Geißel der Menschheit bekannt. Wer seinen Körper schützen möchte, sollte es vermeiden, bei Tieren zu schlafen, sich mindestens einmal alle 2 Wochen mit Wasser waschen oder ein Badehaus aufsuchen und seine Kleider in die Sonne hängen. Denn Wasser und Sonne vertreiben jegliche Hauterkrankungen, während Krankheiten gedeihen, wo der menschliche Körper schmutzig und übelriechend ist. Meide Vagabunden und Bettler, da sie viele Krankheiten haben und dich leicht anstecken könnten. Flöhe. Nimm einen neuen Topf und fette ihn ausgiebig mit Ziegenschmalz ein. Das sollte alle Flöhe in den Topf locken und dafür sorgen, dass sie sich um ihn scharren. Außerdem kannst du deine Räumlichkeiten mit Wermutsud besprengen. Angeblich sollen Flöhe auch sterben, wenn man Wolfskot oder Wermut mit Raute kocht. Doch das verlässlichste Mittel ist, die Böden mit einem Besen zu kehren und jeden Morgen das Bettzeug in die Sonne zu hängen. Ebenso ist es ratsam, ein Bad zu nehmen, am besten in warmem Wasser. So. Wichtig ist darüber hinaus, die Kleider zu waschen und in der Sonne zu trocknen. Wenn du diese Anweisung befolgst, wirst du gewiss alle Flöhe los. Warzen. Nimm jungen Löwenzahn und trage eine dicke Schicht seiner Milch auf die Warzen auf. Das sollte sie absterben lassen. Oder nimm Kreuzkraut, lateinische Senecio, verrühre es mit Essig und trage es auf die Warzen auf. Du kannst sie auch regelmäßig mit Salz und warmem Essig einreiben. Oder nimm einen Pilz namens grauer Wulstling und reibe damit deine Warzen ein. All dies sind Mittel und Wege, um deine Warzen zu beseitigen. Du solltest sie niemals mit einem Messer wegschneiden oder mit heißem Eisen versengen, da sie sonst schnell und vielleicht sogar zahlreicher wiederkehren. Okay, das war gegen Flöhe und Warzen. Stecken wir es auch ein und dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao, Leute.